während den Anfängen, dass kleine, durchgeknallte Gruppen von Nazis andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Wenn es die atmosphärischen Bedingungen erlauben, ist der Himmel auch noch komplett blau. Du bezahlst jetzt den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Erst jetzt, da dein Ende naht, hast du die Dinge erkannt. Dass 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Du junger Narr. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Du junger Narr, deinem armseligen Können bist du weder mir noch der dunklen Seite der Macht gewachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A, keine Chemtrails gibt, dass B, etwa 80% der Leute, die dran glauben, Nazis sind und dass es C, eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus. Und tschüss. Schadstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, gelangen über den Dünndarm in das Stoffwechselsystem der Leber. Sie zersetzt die unerwünschten und teils toxischen Substanzen und scheidet wasserlösliche Gifte über die Nieren aus. Fettlösliche Toxine leitet sie in die Galle weiter. Und auch Dickdarm, Lunge und Haut spielen eine wichtige Rolle bei der Ausscheidung von Schlacken. Da unser Körper nicht auf eine vermehrte Zufuhr von Schadstoffen eingestellt ist, kann er nicht alle entsorgen und lagert sie teilweise in Knochen, im Fettgewebe oder den Haaren ein. Oh, shit.